Nach kürzlich veröffentlichten Daten des dänischen Militärgeheimdienstes modernisiert Russland seinen nördlichen Flugplatz, der in diesem Jahr strategische Bomber aufnehmen kann. Dies bedeutet, dass Russland 1000 Kilometer vom nächsten Festland entfernt einen neuen unsinkbaren Flugzeugträger hat. Jetzt macht es für die Staaten keinen Sinn, Grönland zu kaufen, da die Russen es ins Visier nehmen. Die norwegische Premierministerin Erna Solberg hat kürzlich sensationelle Daten veröffentlicht. Russland schließt den Bau des nördlichsten Militärflugplatzes der Welt auf dem Franz-Josef-Land rasch ab. Im Prinzip ist dies keine Neuigkeit und alles andere als ein Geheimnis. Hier im Dorf Nagurskoe wurde kürzlich die berühmte Arktik-Trefoil-Basis gebaut. Satellitenbilder deuten darauf hin, dass die Russen beschlossen haben, die derzeitige Landebahn von 2,5 Kilometer auf 3,5 Kilometer zu verlängern. Dies bedeutet, dass es strategische Bomber aufnehmen kann, die eine nukleare Ladung tragen können, was die Position Russlands in einem möglichen Konflikt mit dem NATO-Block stark bekräftigt. Warum ist dieser nördliche Punkt auf der Karte so wichtig? Die erste Wetterstation in Nagurskoje wurde während des Krieges von den Deutschen gebaut. Dann, 1947, errichteten sowjetische Polarforscher und das Militär einen Luftwaffenstützpunkt, einen Grenzposten, einen meteorologischen Komplex, setzten Luftverteidigungssysteme und andere Einrichtungen ein. Parallel dazu rüsteten die Amerikaner das benachbarte Grönland ähnlich auf, aber in viel größerem Maßstab und platzierten dort bereits Ende der 50er Jahre Atomwaffen. Gleichzeitig gelang es ihnen, infolge einer Reihe von Katastrophen das weite Gebiet der Insel zu kontaminieren. Die Sowjetunion konnte sich ein solches Ausmaß in der Arktis nicht leisten. Die Landebahn in Nagurskoje war kurz und äußerst schwer zu landen. Gleich wie für die Amerikaner war es auch für uns wichtig, hier zu sein, damit wir den Start ballistischer Raketen im Norden so früh wie möglich erkennen können. Leider verfiel unser Komplex nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Menschen sind ausgewandert und die verlassenen Geräte verrotteten und wurden Teil der Deponie. Glücklicherweise kehrten wir in den 2000ern zurück und der einzigartige Ort begann sich zu verwandeln. Im Jahr 2006 zogen Transportschiffe vom Festland nach Nagurskoje und brachten Baumaterialien, neue Ausrüstung und Menschen mit. In kurzer Zeit wurde die Wetterstation restauriert, ein Wohnkomplex, Lagerhäuser, Kraftwerke, Garagen gebaut und alter Müll entfernt. Bereits 2008 fand hier ein Besuchstreffen des Sicherheitsrates der Russischen Föderation zur Entwicklung der Arktis statt. Danach wurde die erste einzigartige Militärbasis Arctic Trefoil gebaut, deren Fotos auf der ganzen Welt berühmt wurden. Jetzt ist die Modernisierung der sehr kurzen und unbequemen Landebahn, die schwere Bomber aufnehmen kann, abgeschlossen. Die Vereinigten Staaten boten Dänemark an, ganz Grönland an sie zu verkaufen. Das Angebot wurde jedoch abgelehnt, was die Amerikaner sehr schade fanden. Trotz der Tatsache, dass das US-Militär schon lange dort stationiert ist, möchte Biden der vollwertige Herr dieser strategischen Insel sein. Jetzt, da Russland bereit ist, seine Bomber in seine Nähe zu stellen, sinkt der Wert Grönlands. Und Russland erlangt die Kontrolle über ein weites Gebiet und beraubt die Vereinigten Staaten der Möglichkeit, im Kriegsfall Verstärkung nach Norwegen zu schicken. Dies ist geopolitisches Schach, bei dem Russland keinen Raum für Fehler haben darf. Und was denken Sie über dieses geopolitische Spiel? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Oben finden Sie einen Link zum Video über den neuesten russischen Raketenträger Bomber Tu-160M, auch genannt Schwarzer Schwan, der wahrscheinlich auf dem Militärflugplatz auf dem Franz-Josef-Land stationiert wird. Abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie auf das Glöckchen, um benachrichtigt zu werden. Bis zum nächsten Video.